Lüge! Nichts als Lüge! Sie haben sich alle gegen mich versprochen, alle! Sie sind Mörder, Betrüger, alle! Mokashi! Ich kann dir noch einen Beweis bringen. Sind das die Waffen, die dir Grinley geliefert hat? Ja! Und er hat recht behalten! Sag dann Stark, er möge auf Winnetou schießen. Aber Winnetou... Sag ihm, dass sie auf Winnetou schießen soll. Winnetou! Du siehst, Mokashi, ich bin nicht unverwundbar. Aber die Waffen, die Munition, die Gridley dir geliefert hat, sind unbrauchbar. Er wollte dich und all die anderen friedlichen Menschen hier nur ins Verderben stürzen, damit er weiter seinen schmutzigen Geschäften nachgehen konnte. Gridley! Verfluchter Hund! Er hat uns betrogen! Bleib still, Mokashi! Du wirst mich nicht bekommen! Niemand wird mich bekommen! Ich habe verloren, ja, verloren. Aber man muss ein fairer Verlierer sein, Mokashi. Ich wollte leben müssen, meine eigene Macht. Und das Einzige, woran mich niemand hindern kann, ist es, meine eigene Macht zu sterben. Lass uns das Beil des Krieges begraben. Diese Bleistifte hier sind unschuldig. Winnetou, möge Mokashi seine Irrtum verzeihen. Ich bin froh, dass der wahre Mörder gerichtet ist und kein Unschuldiger getötet wurde. Die Navajos möchten den Siedlern, die aus Europa gekommen sind, dieses Land anbieten. Und die Bleichgesichter können die Navajos lehren, wie man den Boden bebaut. Nun, Herr Emil, wo sind wir noch früher als wir als mal gedacht hatten? Und die Navajos werden den weißen Kriegern zeigen, wie man den Büffel jagt. Und uns dann hier Büffel jagen, hat er gesagt. Ich werde jetzt meine Oper zu Ende komponieren. Der krönende Abschluss wird der brennende Öl zu unserem Fall. Kann aber leicht passieren, dass das Theater dabei abbrennt, Herr Herr. Um Ihre Oper wäre es nicht schade, wenn ich mich nicht irre. Charlie, ich glaube, unsere Aufgabe ist das Öl. Die Apachen werden sich freuen, uns wiederzusehen. Reiten wir! Reiten wir!